uns, ob Freiham ein Erfolg wird. Ob die Investoren und Bauträger auch wirklich diese Vielfalt bauen, welche die Planer in schönen, unverbindlichen 3D-Modellen am Computer entworfen haben. Die einfallslose Architektur, die in München in den vergangenen Jahren entstanden ist, macht wenig Hoffnung. Aber Elisabeth Merck hat große Pläne. Wir bauen dort natürlich in Größenordnung einen Mietwohnungsbau. Wir wollen, und dazu gibt es Beschlüsse des Stadtrates, bis zu 40% für genossenschaftlichen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Das gab es beispielsweise so in den 50er, 60er Jahren jetzt bei diesen großen Siedlungen ja gar nicht. Und wir haben auch einen gewissen Anteil wirklich an kleinteiligen Strukturen, wo sehr unterschiedliche Akteure, auch Baugemeinschaften, einsteigen können. Vor allem in die Genossenschaften setzt die Stadtbaurätin offenbar viel Hoffnung. Sie sollen das liefern, was die renditegierigen Investoren bisher versäumt haben. Die Vielfalt der Häuser, aber auch die Vielfalt ihrer Bewohner. Das sieht man bei den traditionellen Genossenschaften, die über Stadtteilläden oder über betreutes Wohnen im Alter sich dann sehr auch in die Quartiersbildung mit einklinken. Man sieht es bei den jüngeren Genossenschaften, die im Prinzip aufgezeigt haben, dass man auch Themenschwerpunkte bearbeiten kann, also kreatives Wohnen im Quartier, Frauenwohnen, autofreies Wohnen. Es ist der Versuch, der Stadt eine Geschichte zu geben, ein Gesicht, das sie aus ihrer eigenen Entwicklung noch nicht haben kann. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, hergestellt durch künstliche Vielfalt. Studenten, junge Familien und Rentner sollen sich hier wohlfühlen, ebenso wie der urbane Single.